Wechsel auf der Brücke des Elbland-Klinikum Riesa. Peter Zeidler, über 9 Jahre Verwaltungsdirektor am Standort Riesa, übergab den Staffelstab an André Gubsch. Also einerseits sehr gut, weil ich denjenigen kenne, der es übernimmt, der jahrelang schon im Unternehmen ist, der Profi ist, der sich hier eingearbeitet hat, der eigentlich von heute auf morgen alles übernehmen kann. Das ist für mich super beruhigend. Und auf der anderen Seite bin ich auf der Eingewöhnungsphase zum Ruhestand und werde dann sehen, was auf mich zukommt. André Gubsch ist Profi in Sachen Verwaltung von Kliniken. Er hat bereits bei den Elbland-Kliniken jahrelange Erfahrung in Großenhain und Radebeul sammeln können. Die Themen, die man in Radebeul bearbeitet, gleich überstülpen auf Riesa, das funktioniert einfach nicht. Dafür sind die Häuser einfach auch zu unterschiedlich. Die Themen sind anders. Wir haben einen Schwerpunktversorger. Die Region ist nochmal anders. Wir haben ja andere Themen, gerade mal Fachkräftemangel zu nennen. Das ist in Radebeul komplett anders wie hier in Riesa. Und dann nimmt man natürlich sehr viel auf und schaut, dass man relativ schnell die Themen alle auf die Agenda bekommt. Mir hilft es natürlich, dass ich schon im Unternehmen bin, dass ich die zentralen Dienste kenne, dass ich im Radebeul jetzt schon 2 Jahre lang führe, vorher in Großenhain gewesen bin. Das erleichtert es natürlich. Aber die Themen aufzunehmen von Riesa, das ist natürlich eine große Aufgabe. Und die gehen wir jetzt gerade an und da sind wir gerade ordentlich dabei. Peter Zeidler hinterlässt ein Haus, das für die Zukunft gut aufgestellt ist. André Gubsch wird sich dieser Zukunft widmen und die wird mit der bevorstehenden Gesundheitsreform große Herausforderungen bringen.